Sind alle da? Sehr gut. Dann herzlich willkommen zur Gulasch-Programmiernacht 16. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es alle gefunden. Wir freuen uns alle riesig, dass ihr da seid. Kurze Umfrage, wer ist zum ersten Mal auf der Gulasch-Programmiernacht? Wahrscheinlich kommen die anderen gar nicht, weil... ja. Genau. So, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns unheimlich jetzt auf die kommenden 4 Tage hier im ZGM und HFG. Zu dem What to Hack, was ist das What to Hack? Wie schon gesagt, was gibt es zu tun? Wir werden einen kurzen Überblick machen über ein paar allgemeine Hinweise, Programmhinweise und lustige Geschichten für die Vorbereitung dieser Gulasch-Programmiernacht. Fangen wir gleich an. Wir haben gleich noch jemand anders, der sprechen wird, aber zuerst die Frage, ich habe nämlich schrecklich Hunger. Hat denn jemand Captain Black Tea 2 Krapfen aus Wien mitgebracht? Wenn ja, ich möchte gerne einen haben. Ja, also niemand? Ja, wahrscheinlich selber gegessen während der Fahrt. Ja, das sind so lustige Dinge, über die man so stolpert. Letztendlich zum Ablauf. Wir fangen an mit einer kurzen Begrüßung, nämlich unter anderem durch den Hausherren oder die Hausherren. Ich weiß nicht, ob sie schon alle da sind. Danach, wo sind wir und was machen wir eigentlich hier? Das ist es ja schon relevant. Dann ein paar Programmhinweise und natürlich auch allgemeine Hinweise. So, und dann fangen wir doch gleich mit den Begrüßungen an. Ich weiß nicht, ob Herr Professor Weibel da ist, sonst fangen wir mit Herrn Zielinski an. Danke sehr. Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Hochschule für Gestaltung und hier im ZKM. Ich denke, dass Peter Weibel auch gleich kommt. Er hat fest versprochen, auch zu Ihnen zu sprechen kurz. Es ist wirklich toll, dass Sie alle da sind und dass dieses auch für uns sehr wichtige Ereignis wieder stattfinden kann. Mit dem unendlich langen Namen, den man nicht ständig wiederholen muss. Eine ganz kurze Einleitung von meiner Seite oder ein einleitender Gedanke, der mich mit dem verbindet, was Sie hier tun werden in den nächsten Tagen. Gegenüber Maschinen wie dem Computer hat man mindestens 3 verschiedene Möglichkeiten, sich zu verhalten. Die eine ist, man glaubt an sie. Das ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Dann hat man es mit Glaubensmaschinen zu tun. Wenn überhaupt, dann sollten die Maschinen an uns glauben, weil wir ihnen vertrauen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber Computer sind keine religiösen Objekte, auch wenn sie von vielen als solche behandelt werden, oft sogar als Religionsersatz. Das dümmste Verhältnis also, wir glauben an die Maschinen. Das zweite, wir können an der Oberfläche arbeiten, so ein bisschen kratzen, die Maschinen zärtlich streicheln. Das machen Hunderte von Millionen jeden Tag. Von morgens bis abends. Das Letzte, was Sie tun am Abend, ist, die Maschine zu streicheln. Das Erste, was Sie tun am Morgen, ist, sie zu streicheln, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Auch ein ziemlich dummes Verhältnis gegenüber der Maschine. Es ist kein Liebesersatz, es ist kein Religionsersatz, es ist kein Liebesersatz, mit dem wir es da zu tun haben. Es ist nicht der oder die Nächste. Es ist eine Maschine. Das Streicheln und das Bearbeiten von Oberflächen, das mögen natürlich diejenigen am liebsten, die die Industrie repräsentieren, die das Geschäft repräsentieren mit den Computern. Diejenigen, die nur streicheln und Oberflächen bearbeiten, sind diejenigen, die am schnellsten auch neue Maschinen kaufen, sofort neue Maschinen kaufen, wenn die alte nur geringfügig ihre Alterserscheinung preisgibt. Die dritte Variante, die natürlich die eleganteste
Und die schönste ist in unserem Verhalten gegenüber der Maschine, ist, wir greifen in sie ein. Nur diese Haltung des Eingreifens in die Maschine ermöglicht, dass wir das Objekt, die Objektwelt, mit der wir es zu tun haben, verändern und damit natürlich auch, wenn auch nur Mikromillimeter in kleinen Stücken und Zeiträumen, die Welt insgesamt ein bisschen verschieben und verändern. Das ist die spannendste Haltung, die eleganteste Haltung, die man gegenüber Maschinen einnehmen kann. Und ich denke auch, es ist der größtmögliche Respekt gegenüber den Maschinen, den man an den Tag legen kann, in sie einzugreifen, sie als ein operationales Feld zu begreifen, als etwas, was eine Art von Möglichkeitsraum darstellt, den wir nicht nur selber betreten können, dessen Teil wir sein können, sondern den wir ständig verändern können. Ich bin sehr froh, dass Sie hier an der Hochschule für Gestaltung auch zu Gast sind, natürlich auch am ZKM, mit dem wir aufs Engste zusammenarbeiten. Ich bin sehr froh, weil ich bin jetzt erst seit 3 Monaten hier und mein erster Eindruck ist durchaus, dass wir eine kräftige Verstärkung der Idee des eingreifenden Arbeitens mit Maschinen hier gebrauchen können an der Hochschule. Sie, die die Avantgarde im Verhältnis zu den Maschinen sind oder sein sollten, können uns dabei helfen, vielleicht hier auch eine neue und andere Kultur wieder stärker zu entwickeln. Ich will damit sagen, wir sind oder wir mögen Gastgeber sein, aber wir haben nicht viel mehr zu geben als sowas wie eine kleine Heimat für die nächsten Tage, einen geschützten Raum, in dem Sie Ihre Dinge austüfteln, entdecken und vor allem miteinander kommunizieren können. Das ist wunderbar, aber im Grunde genommen ist es so, und das meine ich sehr ernst, dass Sie uns das größte Geschenk geben, indem Sie da sind, indem Sie das tun, was Sie tun, und uns damit auch in der Kultur, die eine solche Hochschule, ein solches Haus ausmacht, enorm bereichern. In diesem Sinne herzlich willkommen für die nächsten Tage. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste und Pass pro Toto möchte ich nicht versäumen, Christian Lölkes ganz herzlich zu danken für sein unglaubliches Engagement, auch in der Vorbereitung dieses Ereignisses. Ohne ihn, denke ich, würde es zumindest so nicht stattfinden. Alles, alles Gute und eine schöne Zeit. Ja, sehr geehrter Professor Zielinski, vielen Dank. Das war eine sehr, sehr schöne Definition vom Begriff Hacken. Wir geben uns nicht mit... Genau, das war... Wir geben uns nicht mit dem Status quo zufrieden, wir geben uns auch nicht mit der Funktion, wie sie ist, zufrieden, wir wollen immer mehr. Und das Besondere an der GPN ist ja im Endeffekt, dass wir das nicht nur bei Software oder Computer machen, sondern mit Kaffee, Weltraummaschinen, Gulasch oder auch Marmelade oder Nähmaschinen. Wir kennen keine Grenzen allgemein und das ist das, was eigentlich diese Veranstaltung so besonders macht. GPN ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Erstaunlicherweise sind wir aber damit nicht alleine auf der Welt. Es gibt nämlich noch andere GPNs. Wenn man da nämlich danach sucht, könnte man, jetzt ist eine Zusammenfassung der skurrilsten Dinge, die den gleichen Namen tragen, nämlich unter anderem die Global Payments Inc. Falls Sie Lust haben, in die GPN zu investieren. Ich weiß nicht, ob das sicher ist. Also so wie wir organisiert sind, wäre ich nicht sicher, ob da was rauskommt. Nein, also das ist die erste Sache. Dann natürlich für große Belustigung hat diese Veranstaltung gesorgt. GPN Save the Date, wir freuen uns alle drauf. Aber das sind natürlich nicht alles wir, denn die wahre GPN, das sind die mit dem Gulasch. Genau, wir haben. Das ist unser erster Versuch.
Wir bringen das Gulasch wieder zurück und wir freuen uns drauf. Wie sind wir denn angekommen, wo wir heute sind? Die IGPN hat mehr als 500 Besucher, sogar dieses Jahr mehr als 600 Besucher. Wie hat es denn angefangen? Ja. So, man muss sich vorstellen, im Jahr 2002 im Entropia, frisch gegründet, damals 3 Jahre alt, war die Frage, man wollte ein Projekt machen und natürlich auch zusammen was kochen. War natürlich die Frage, was kocht man am liebsten? Naja, Gulasch geht ja einfach und schmeckt gut. Wie sah denn die GPN 1 aus? Naja, also die war in einem Keller, wie sich es eigentlich für so Computerfreaks gehört, könnte man denken. Sieht schon sehr einladend aus. Ihr könnt jetzt lachen, aber es wird noch besser. Ja? Das ist also, ich meine, dann muss man natürlich kochen. Aber da wir ja eigentlich eher IT und nicht Kochen machen, benutzt man halt auch schon mal ein PC-Gehäuse als Topfdeckel. Und im Endeffekt sah es so aus, wie es auch man denken könnte, nämlich haufenweise Röhrenmonitore und ganz viele Menschen, die in einem Keller sitzen. Wie sieht es ungefähr 15 Jahre später aus, nämlich letztes Jahr auf der GPN 15? Das hat sich schon um einiges verändert, muss man sagen, auch von der Größe, von der Dekoration, von der Beleuchtung. Wir haben eine riesige Lounge, in der man sich entspannen kann und auch zusammen, man kann reden, man kann sich ausruhen und natürlich, aber das ist geblieben, nämlich das Gulasch, nur quasi Industrial Grade in großen Mengen in einer taktischen Feldküche. Ich benutze dieses Wort immer gerne, wenn ich an die Bundesgeneralanwaltschaft schreibe, weil ich denke, wenn man das Wort Gulaschkanone in eine E-Mail schreibt, dann das sind sehr nette Nachbarn, aber auch sehr vorsichtig. Genau, aber dazu noch später mehr. Im Endeffekt, wie sieht es dieses Jahr aus? Ihr könnt euch vorstellen, genauso wie YouTube und andere Leute mit 32-Bit-Zählern an ihre Grenzen gekommen sind, sind wir uns auch mit unserem Anmeldegraf an die Grenze gekommen. Der musste dann neu skaliert werden, weil ihr so zahlreich euch angemeldet habt. Letztendlich haben wir bis gestern 635 Anmeldungen gezählt und freuen uns sehr drüber. Zum Hinweis nochmal, ihr könnt auch ohne Anmeldung kommen, aber dann gibt's nicht genug Gulasch für alle. Das ist wirklich ein reines Tool, damit wir ungefähr wissen, was wir denn kaufen und was wir denn hier vorbereiten müssen. Wir fangen mit ein paar allgemeinen Sachen an, die es zu beachten gibt hier in dem Gebäude. Denn im ZGM und in der HFG sind wir in einer Waffenfabrik aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ein denkmalgeschütztes Gebäude und mit dem man bitte vorsichtig umgeht und nicht kaputt macht, denn es hat schon 2 Weltkriege überlebt und es sollte daher auch die GPN überleben können. Genau, das ist natürlich, das ist offensichtlich, Rauchen und Feuer ist verboten, also alles Mögliche, was ihr so vorhabt, wenn, dann bitte nicht tun oder macht's zu Hause. Dann natürlich nichts kaputt machen, das ist immer gut. Seid nett zueinander. Ihr sollt nicht nur nett zum Gebäude sein, sondern nett zueinander. Wir haben in diesem Zusammenhang, wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, die ihr nicht lösen könnt. Wir haben 2 Vertrauenspersonen, eine weibliche und eine männliche. Die können sich dann mit diesem Problem auch befassen und vielleicht auch als neutrale Schlichter euch helfen, zu vermitteln oder das Problem letztendlich zu klären. Ganz wichtiger Punkt, auch keine Tiere. Ausgenommen sind, glaube ich, Blindenhunde, aber wenn ihr irgendwelche Eidechsen oder Reptilien oder auch einen Hund mitbringen wollt, dann bitte nicht. Draußen gibt es genug Rasenflächen, wo man damit rumfahren kann. Dann natürlich keine Sternchenboards, keine Longboards, keine Hoverboards, keine Skateboards, keine elektrischen Boards. Das hat zu Unfällen geführt und das ist nicht gut. Zudem sind Fahrzeuge im Gebäudeinneren verboten. Draußen ist genug Fläche zum Spielen und ihr dürft in der HFG und in der ZGM nicht übernachten. Da möchte ich nur noch mal offiziell darauf hinweisen. Ich hoffe, ihr habt alle ein Bett. Wenn nicht, wir haben im Wiki auch eine Seite, wo man sich über Übernachtungsmöglichkeiten so rum austauschen kann. Und dann können Sie, wenn jemand von euch noch was braucht, wir sind ja alle hier zusammen, ihr könnt auch nicht nur Wiki schreiben, sondern miteinander reden. Zum Thema Rauchen und Feuer verboten finde ich immer noch Hinweis auf das Strafgesetzbuch Gesetz 328 nett. Also wenn ihr eine nukleare Explosion verursacht, dass ihr dann Freiheitsstrafe oder bis zu 5 Jahren mit Geldstrafe riskiert. Seid also bitte vorsichtig. Nur so als allgemeiner Hinweis. Ich weiß nicht, also
ist das schon mal vorgekommen? Oder das, kann man dann klären. Nicht bei uns, ja, sonst hätten wir es gemerkt, glaube ich. Ich finde ja, die Geschichte, wo sie bei Kodak im Keller einen Kernreaktor gefunden haben, weil sie insolvent waren, ist immer... Also ich hoffe nicht, dass das hier irgendwann passiert, weil dann... Gut, genug lustig. Ihr habt alle ins Medientheater gefunden, das ist sehr gut, aber das Medientheater ist nicht der einzige Raum, den wir auf der Gulasch-Programmiernacht haben. Es gibt eine ganze Reihe von Räumen. Das ist jetzt, genau, ihr blickt auf die richtige Richtung zu, ihr seid im Medientheater zu diesem Zeitpunkt. Gegenüber, auf eurer Rückseite, ist der Vortragssaal. Dann zu eurer Rechten ist das große Studio, das ist dieser graue Klotz, der mit so einem Art Gitter versehen ist. Und dann in den Lichthöfen 3 und 4, das ist hier daneben gezeichnet, habt ihr das Hackcenter und die Lounge, das kann man, glaube ich, nicht übersehen, sowie Nock, Wok, Pock, Bar und Info. Weiß jemand nicht, wofür das Wok steht? Sehr gut, ihr habt euch alle informiert. Na, die vom Wok wissen es selber nicht, das ist gut. genau, also da könnt ihr euch nicht verlieren eigentlich. Im Prinzip sind wir nur im Erdgeschoss. Wenn ihr nicht im Erdgeschoss seid, dann habt ihr euch verlaufen. Bitte dreht um und geht zurück. Genau. Weiterer Hinweis, es gibt ja so lustige Badges, ihr habt davon bestimmt auch einen, zwei oder mehrere. nur zur Hinweis, weiß und blau sind Teilnehmer und Trolle. Grün ist die Vertrauensperson. Orange sind Entropianer. Ich glaube, davon haben wir keinen einzigen Badge gemacht. Es ist kein Entropianer auf der Veranstaltung. Sondern rot und schwarz sind Menschen von der Orga. Also wenn ihr irgendwie ein ernsthaftes Problem habt, sei es technischer oder anderer Natur, könnt ihr euch an die Orga oder halt entsprechend an die Vertrauensperson wenden. Des Weiteren, aber das wisst ihr vermutlich auch schon, gibt es ein paar Links, die wichtig sind. Einmal der Fahrplan. Dort werden regelmäßig die Vorträge aktualisiert. Dort stehen auch die Beschreibungen, Links zu den Vortragenden. Ich sehe, ich habe mich vertippt. Da steht doppelt GPN-Fahrplan. Naja, der zweite Punkt sollen die Streams sein. Da könnt ihr auch dieses Event, vermutlich schauen sogar im Internet welche zu, hallo Internet, könnt ihr zuschauen und natürlich wird alles aufgezeichnet, außer der Vortragende hat das nicht gewünscht, das ist ein Opt-out. Ich glaube, wir haben sogar einen Talk, der nicht aufgezeichnet wird. Also wenn ihr den nicht vermissen wollt, dann solltet ihr hierher kommen, weil den gibt's nicht digital. Und natürlich nicht zu vergessen, das Mikropock, die ganz kleine Telefonzentrale, wo ihr eure Deckt-Telefone registrieren könnt. Ja, hat jemand bis jetzt eine Frage noch zu Allgemeinem? Ich habe alles gesagt oder ihr habt keine Ahnung, je nachdem. Die Workshop-Räume habe ich vergessen, stimmt, Entschuldigung. Die Workshop-Räume sind im ersten OG, wenn wir zurück auf den Fahrplan kommen, ihr müsst auf den Lageplan, ihr müsst dort, wo das Nock ist, da ist eine Treppe, da geht ihr in den ersten Stock und da sind dann zwei Vortragsräume. Und da finden die Workshops statt. Und wenn im Fahrplan steht anderswo, dann ist es anderswo und ihr müsst euch selber informieren, wo das stattfindet. Ein paar Neuigkeiten, was sich denn diese GPN geändert hat. Zum ersten Mal jedenfalls wollten wir oder wollen wir DSL anbieten. Allerdings hat das nicht so hundertprozentig geklappt, wie wir uns das gewünscht haben. Gulasch zu Hause 100 funktioniert noch nicht ganz. Im Sinne von, ihr könnt euch anmelden, aber es kommen keine Daten durch. Die Menschen von Eve und Eve DSL haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Allerdings hat es noch nicht geklappt. Sollte also jemand von euch ernsthafte Ahnung von DSL Access Points, DSLAMs oder sonstiger Industriehardware von Telekommunikationsanbietern haben, dann könnt ihr euch gerne an, ich glaube, das POC und das VOC wenden. Die sind da, da sitzen die. Und eure Hilfe anbieten, weil ich glaube, wir wissen immer noch nicht, warum. Es funktioniert alles außer Daten. Also ihr könnt euch anmelden, ihr wisst, dass ihr da seid, aber ihr könnt nichts reden. Weiter im Programm, natürlich Gulasch wie jedes Jahr mit Fleisch oder vegan. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, ein vegetarisches Gulasch zu kochen, das nicht vegan ist. Jedenfalls soll es zwei Sorten Gulasch geben und eventuell auch ein paar andere Gerichte. Zudem die Teller sind aus gepresstem Rohrzucker, glaube ich, und die Gabel und Messer ebenfalls. Ja, das ist wieder unser Finanzreferent. Hast du Aktien gekauft? Ja, jedenfalls, wir sind natürlich auch bemüht, vorsichtig mit der Umwelt umzugehen, dass in diesem Zusammenhang, wenn ihr draußen sitzt und auf der Wiese und trotz der großen Gesundheitsrisiken doch eine Zigarette rauchen solltet,
dann, ups, was da passiert, dann nehmt doch bitte einen kleinen Aschenbecher, die sind da verteilt, und schmeißt das nicht in die Wiese, das ist nämlich sehr uncool. Und pass auf, dass ihr euch in keinen Hundehaufen reinsetzt, denn da trainieren auch regelmäßig Hundestaffeln. Nur so als Hinweis. Genau. Die Teller, ob ihr die essen könnt, weiß ich nicht. Ich würde es euch nicht empfehlen. Gulasch soll es schon heute Abend geben. Angeblich. Also, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Wir wissen es alle nicht. Es wird schon gekocht, keine Sorge. Genau, ihr habt vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen Plakate und Werbung bekommen von der Gulasch-Programmiernacht. Wir haben nämlich ganz viele Plakate an Hackerspaces in Deutschland und Europa verschickt. Das lief allerdings nicht ganz so reibungslos, wie wir uns das gewünscht haben. Entweder Nicola erzählt es oder ich es. Die noch, oh okay, ich soll es erzählen, kein Problem. Wir wollten ungefähr 50 Plakatrollen mit der Deutschen Post verschicken. Klingt einfach, ist aber nicht so. Jedenfalls ist daraus eine längere Geschichte entstanden. Erstens, DHL wollte unsere Adressliste nicht, aber nicht, als wir sie hochgeladen haben, sondern als wir bezahlen wollten. Hat aber nicht gesagt, wo das Problem liegt, sondern danke für Ihre Adressen. Und als wir bezahlen wollten, hieß es, geht nicht. Nicola hat dann 6 Tage die Hotline bespaßt mit Screen Capture Videos, Bildern und Dokumenten und allem Möglichen. Und nach 6 langen Tagen hat sich herausgestellt, dass DHL im Adressfeld kein Slash verarbeiten kann. Da muss man dazu sagen, sie haben wohl unser CSV hochgeladen, haben 2-mal validiert. Einmal beim Hochladen, einmal beim Bezahlen, aber nicht mit den gleichen Kriterien. Also. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr bei der DHL Support Hotline anruft und sagt, dass der euer Problem, der Parser auf der Website ein Problem hat, dann ja. Also, ihr kennt alle Hotlines. Naja, so schön, also am Anfang war das ja nur ein Problem, weil ja manche Chaos-Treffs keine eigene Adresse haben, sondern das dann an Leute geschrieben wird, dann steht ja ein C/O an die Person. Nur gibt es einen Hackerspace, der heißt Templab. Und da mussten wir uns dann irgendwas Schlaues überlegen. Oder sie haben keine Plakate bekommen, ich weiß es nicht. Aber dann dachten wir, okay, jetzt ist alles vorbei. War es aber nicht. Es ging nämlich noch weiter. Die zweite Stufe war, wir wollten dann diese, weil wir haben das ja im Internet bestellt mit Formular, wir wollten diese Etiketten ausdrucken, damit wir nicht alles von Hand ausfüllen müssen. Das Problem war, unser Laserdrucker hat nicht das richtige Papierformat gehabt. Dann waren die QR-Codes kleiner und nicht mehr lesbar. Und das ist irgendwie Freitag eingefallen. Dann mussten wir bei Amazon Prime schnell Ersatzrollen in eine Packstation schicken lassen. Als an dieser Packstation die Person war, um das abzuholen, ist die Signal-App dauernd gecrashed und der TAN-Code konnte nicht geholt werden und dann musste man umschalten auf normalen Messenger. Und also das hat nicht aufgehört. Und es sind trotzdem 10 Rollen zurückgekommen, weil offensichtlich 10 Hackerspaces ungültige Adressen haben. Dass wenn ihr irgendwo auf einer Website eure Adresse habt, dann schickt euch mal selber einen Brief und guckt, ob der ankommt. Weil es ist, also wirklich, nein, eher ein Paket, genau, nicht nur ein Brief. Schickt euch einfach selber irgendwie eine Rolle Plakate. Nein, aber wir freuen uns, dass ihr alle hier seid und dass ihr trotzdem mitbekommen habt. Wir haben dieses Jahr darauf verzichtet, euch frisches Gulasch mit in so einer Plastiktüte zu schicken. Wir haben das mal gemacht, glaube ich. Das war dann sehr lecker. Nein, es war in der Dose, aber wir haben kein Geld mehr. Deswegen. Und deswegen komme ich zum Thema Geld, nämlich Eintritt. Ihr habt sicher schon gemerkt, dass ihr einfach frei reinlaufen könnt und das kostet nichts. Und das ist auch gut so. Allerdings ist offensichtlich nicht alles umsonst. Wir müssen auch Dinge kaufen, wir müssen auch Dinge bezahlen, von denen wir kein Geld zurückkommen. Natürlich Gulasch und Getränke kosten Geld, aber es gibt natürlich auch andere Kosten. Die müssen wir tragen. Und deswegen funktionieren wir quasi nur hauptsächlich mit ehrenamtlichem Engagement und Spenden. Und da kommt ihr ins Spiel. Denn wir wollen nicht Tickets verkaufen, dann kostet das Ticket 35 Euro, dann hat jemand keine 35 Euro und kann nicht vorbeikommen oder will nur für 10 Minuten vorbeikommen und dann ist der Preis zu hoch. Das wollen wir nicht und wir haben die Chance, dass wir das an dieser Stelle nochmal einen großen Dank an ZGM und HFG für die Bereitstellung dieser Räume zu doch einem zu Konditionen, die eigentlich unschlagbar sind. Und vielen, vielen Dank jedenfalls. Sonst ohne ZGM und HFG wäre das hier nicht möglich. In dieser Größe, auch nicht in Karlsruhe, woanders.
Dennoch, auch wenn wir schon alle Kosten wegoptimiert haben, bleibt ein bisschen und deswegen freuen wir uns, wenn ihr etwas spendet. Nämlich, wir rechnen ungefähr mit 20 Euro pro Person. Bei 20 Euro habt ihr, ich meine, guckt, was ihr alles habt, guckt, was andere Chaosveranstaltungen oder Kongresse an Eintritt kosten und dann wird euch schnell auffallen, dass ihr mit 20 Euro für 4 Tage Vollprogramm in der Innenstadt vom wunderschönen Karlsruhe eigentlich doch sehr günstig kommt. Ihr könnt auch 50 Euro geben oder 100 oder 1337. Das ist alles kein Problem. Ihr könnt auch 5 Euro geben. Es wird euch vielleicht am Infotresen jemand kurz komisch angucken, aber das ist kein Problem, weil die sind darauf trainiert, euch das Geld aus den Taschen zu ziehen. Ja. Nein, also wir wollen niemanden ausschließen, deswegen kontrollieren wir auch nicht, wer gespendet haben. Deswegen kriegt auch jeder ein Badge, egal was er gespendet hat. Und insofern zählen wir einfach auf eure Motivation und Ehrlichkeit. Und ihr wisst, Dinge kosten Geld und das fällt nicht vom Baum. Und deswegen freuen wir uns über einen Beitrag von euch. Spenden könnt ihr jederzeit am Infotresen. Und ab was für einem Betrag bekommt man eine Spendenquittung? Wenn gewünscht. Also ihr könnt einfach dann unseren Finanzreferenten, da könnt ihr Geld auf dem Deck anrufen und der kümmert sich dann um euer Anliegen. Genau. Natürlich, was gibt es noch neben den Spenden? Es gibt natürlich auch Merchandise. Ja, also ihr könnt im kompletten GPN-Look nach Hause laufen. Es gibt wunderschöne Tassen. Wenn ihr eine Tasse für 5 Euro erwerbt, dann bekommt ihr natürlich auch eine Kaffeeflat. Und gutes Gefühl, denn ihr könnt zu Hause euch an die GPN erinnern, wenn ihr morgens Kaffee trinkt. Tassen gibt's auch, wie das ganze Merchandise, am Infodesk. Dann gibt's natürlich T-Shirts und Hoodies, allerdings nur für Vorbesteller, weil die können wir nicht auf gut Glück bestellen. Wir wissen ja nicht, wie groß ihr seid. Und im Endeffekt, alle, die bis Samstagmittag nicht abgeholt werden, wird die Reservierung storniert. Und wenn ihr jetzt vergessen habt, könnt ihr Samstagmittag vorbeikommen. Und vielleicht ist ja noch eins in eurer Größe da. Und zuletzt, gestern wäre es relevant gewesen, heute vielleicht weniger, ihr braucht Handtücher. Wir haben nämlich tolle Entropia-Handtücher in dem Orange. Und wenn ihr jetzt im Sommer am Strand liegen wollt, dann braucht ihr natürlich ein Entropia-Handtuch. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Und insofern, die gibt es auch am Infotresen. Und vielleicht gibt es noch kleine Sachen wie Schüsseln für Müsli oder Gulasch von den letzten Jahren. Das haben wir nämlich dieses Jahr nicht mehr gemacht. Genau. Was passiert hier überhaupt? Ihr sitzt jetzt hier, das ist ein Vortrag, es gibt auch noch andere Vorträge. Es ist nicht der einzige. Jedenfalls gibt es im Fahrplan, steht eine breite Menge an Vorträgen. Ich würde gerne alle angucken, von Raumschiff fahren bis, wir haben die Erfinder des Volocopters da oder auch natürlich die Demoshow über ZFS, über Marmelade kochen, über WLAN. Also es gibt wirklich alles. Ihr könnt danach die nächsten 3 Wochen noch die Aufzeichnungen angucken. Ihr werdet nicht satt. Natürlich gibt es auch Workshops, wie zum Beispiel das mit dem Marmelade kochen. Oder es gibt auch noch andere. Es gibt zum Beispiel zu dem ZFS-Vortrag eine praktische Einführung dann in einem ZFS-Workshop. Und natürlich noch andere, ich glaube, Boardgame-Geeks machen Spiele und die Werwolfe von Düsterwald heißt das, glaube ich. Gibt es Spielerunden, da könnt ihr euch dann beteiligen. Steht aber natürlich auch alles im Fahrplan. Dann, wenn ihr keine Lust mehr auf Menschen habt, die auf der Bühne reden, könnt ihr euch ins Sexcenter setzen. Da gibt es Internet, Strom und gemütliche Atmosphäre. Und wenn ihr auf dem Sofa sitzen wollt, dann müsst ihr in die Lounge gehen. Im Prinzip gibt es in der Lounge auch WLAN, vielleicht auch Strom, aber wo ihr sitzt, ist euch komplett selber überlassen. Aber zu allerletzt, und wir kommen wieder darauf zurück, gibt es natürlich auch Gulasch. Angeblich soll es das jeden Abend geben, bis auf Sonntag. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Dinge. Gibt es Fragen zu, was passiert? Nein? Ihr traut euch alle nicht, ich sehe das. Dann machen wir jetzt weiter mit ein paar kleinen Programmhinweisen. Und fangen wir doch an mit Freifunk. Herbert? Letztes Jahr oder im Laufe des letzten Jahres haben wir festgestellt, hier in Baden-Württemberg, wir reden nicht so viel miteinander über Freifunk, obwohl es hier relativ viele Freifunk-Communities gibt. Dann kam vor einem halben Jahr die Idee auf, lass uns doch eine Konferenz machen und wir haben einen passenden Rahmen für diese Konferenz gesucht. Den haben wir dann hier mit der GPN gefunden und deswegen haben wir am Samstag ein Vortragsprogramm speziell für Freifunk geplant, in einem extra Raum, also nicht in einem der Workshop-Räume, die wir haben, oder hier in einem der Vortragssäle, sondern wir haben einen extra Raum nur für Freifunk bekommen,
vom ZKM und da werden wir uns treffen und den ganzen Tag über Freifunk reden. Angefangen irgendwie über die aktuelle Flüchtlingssituation, wie schaltet man das aus? Da gibt es Workshops zu, es gibt ein Admin-Treff, man wird sich gegenseitig treffen. Kommt vorbei, wenn ihr was mit Freifunk zu tun habt. Wir freuen uns drum. Nicht nur für Baden-Württemberger Community, sondern auch für alle, die rundherum sind. Zusätzlich haben wir, weil das vielleicht nicht reicht, vorne im Hackcenter einen kleinen Bereich, wo so mit rotem Tape Freifunk dran steht. Das ist dafür vorgesehen, damit sich da die Freifunk-Communities hinsetzen können und miteinander reden. Was man so halt macht. So, ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier steht so ein ominöses Ding. Das ist ein Feldtelefon. Ich weiß auch nicht, wie das hergekommen ist, aber das steht jetzt da. Jedenfalls haben wir auch dieses Jahr, und wir freuen uns sehr, die Chaosvermittlung zu Gast. Ich dachte, ich hätte einen Rechtschreibfehler gemacht. Jedenfalls telefonieren wie 1950. Wenn euch Internet und VoIP alles zu doof ist, könnt ihr da, ich glaube, man muss den Hörer abheben und kurbeln und dann sagen, wohin man will. Jedenfalls im Hackcenter nicht zu übersehen, die Chaosvermittlung, die mit den ganzen Kabeln. Wenn ist jemand von der Chaosvermittlung anwesend und möchte etwas sagen? Zufälligerweise? Nein. Dann könnt ihr sie auch einfach direkt fragen. Die erklären euch alles. Ihr könnt ja anrufen, genau, wenn ihr es schafft, dann habt ihr alles verstanden. Angeblich kann man auch vom DECT auf die... Ja, man kann vom DECT, also man kann eine Technologie von den 90ern auf eine Technologie in den 50ern telefonieren. Das ist wahres Hacken. Ich warte drauf, bis ich mit dem Feldtelefon eine Durchsage machen kann. Geht das dann irgendwann? Oh, das geht? Krass. Ja, jetzt wisst ihr, was ich morgen den ganzen Tag machen werde. Ihr braucht keine Sorge haben, in den Vortragssälen klingelt das nicht, sondern es blinkt einfach, wenn man anruft. Insofern, ihr braucht gar nicht zu versuchen, jemanden zu stören. Das merkt, wenn da niemand drauf guckt, merkt das niemand, dass es da klingelt. Im Endeffekt, dann weiter, sind wir natürlich auch in einem Museum, nämlich in dem ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien, hat zwei Museen, einmal im Lichthof 8 und 9 auf der linken Seite und einmal im Lichthof 1 und 2 auf der rechten Seite. Da könnt ihr natürlich jederzeit rein. Tipp, morgen ab 14 Uhr ist bis 18 Uhr kostenfreier Eintritt. Ich glaube, es gibt sogar eine kostenfreie Führung. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Es ist, ich glaube, das größte oder eins der größten Medienmuseen der Welt in diesem Umfang mit Sammlungen und interessanten Ausstellungen. Unter anderem eine Ausstellung im Lichthof 1 und 2. Ich glaube, Global Control und Censorship sollte noch laufen. Da geht es natürlich um die ganzen Themen, wie es schon sagt, Global Control und Censorship. Guckt es euch an, das sieht sehr nett aus, sehr interessant, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Weiterhin gibt es natürlich auch im Lichthof 8 und 9 ist die Ausstellung Reset Modernity. Worum es da genau geht, kann ich jetzt leider aus dem Kopf nicht sagen. Ich war selber nämlich noch nicht drin. Aber vielleicht gehe ich ja morgen um 14 Uhr, können wir alle zusammen hinlaufen. Genau, des Weiteren die Bitte, auch wenn manche Kunstwerke da zu verleiten, gehackt zu werden, lass das bitte, denn wir sind hier schließlich zu Gast und nicht ganz alleine. Nur weil das letztes Jahr schon vorgekommen ist, wo jemand meinte, es wäre lustig, im Museum Windows XP auf der Telefonzelle zu installieren. das mag lustig sein, aber bitte nicht während der GPN, weil dann sind wir nämlich dran schuld. Es ist... im Prinzip geht es nur, dass ihr auch versteht, warum die GPN hier reinpasst. Im ZKM geht es hauptsächlich darum, um Kunst, die mit zum Beispiel Video-, Audiokunst, Internetkunst, die es früher in diesen Formen noch nicht gab. Kunst, die zum Beispiel nur auf einer Webseite Sinn macht oder Kunst, die zwischen digital und analog verbindet und sozusagen, wo ihr angenommen, es gibt dann die meisten Werke, viele Werke sind interaktiv und es gibt halt Werke, in denen könnt ihr nur in der analogen Welt hinkommunizieren und sie kommunizieren auf der digitalen Ebene zurück. Ihr müsst es euch angucken und ich sage auch gleich, ihr müsst ein bisschen Abstand gewinnen, vielleicht nicht alles sofort versuchen zu verstehen. Es gibt auch ein Programm, da könnt ihr euch durchlesen und das auf euch wirken lassen. Genau. Ich frage jetzt kurz in die Runde, weil ich bin jetzt schon auf der quasi letzten Folie. Gibt es jemanden, der sein Projekt vorstellen möchte?
Also wenn ihr irgendwas Cooles macht oder was dabei habt, ich habe gesehen, es blinkt schon etwas drüben, könnt ihr jetzt auch einfach sagen, ja, hier, ich baue einen fahrenden 3D-Drucker, der Club Mate trinkt. Ich brauche aber Hilfe für XY und oder wenn ihr noch irgendein anderes Projekt habt, was wir vergessen haben, dann habt ihr jetzt noch kurz die Möglichkeit, das vorzustellen. Genau. Ihr müsst euch trauen. Ja, Mardonius will etwas vorstellen, dann her mit dir. Ja? Und zwar, das ist mehr oder minder ein Gemeinschaftsprojekt, das, was ich hier am Hals hängen habe und vielleicht irgendwann mal eine Brille. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das Entropia, mehr oder minder, was ich angeleiert habe. Wenn jemand sich mit dem ESP8266 auskennt und dafür Code schreiben will, der vielleicht cool sich mit dem WLAN verbindet und dann können Leute Zeug auf diese Sachen schicken und die das Zeug tragen die ganze Zeit, go for it, sag mir Bescheid, wir können das gerne drauf flashen. Bitte das Ding nicht bricken, das finde ich uncool. Dann können wir das gerne machen. Offene Aufforderung. Ja, cool, wir haben ein lebendes, hackbares Kunstwerk in Form eines bärtigen Brillenträgers, der blinkt. Ich sehe schon, wie Mardonius morgen um 3 wach wird, weil dann der Strobo-Mode angeht. Ich hoffe, du legst das irgendwie nicht mit in dein Bett, weil das kann ja ungemütlich werden, wenn es die ganze Zeit blinkt. Genau, damit bin ich, glaube ich, am Ende. Ich rede jetzt auch schon seit fast 40 Minuten. Ihr habt wahrscheinlich alle Hunger und Durst. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Mir ist vorhin was... Gulasch gibt es nicht vor 7 Uhr, genau. Ah, also ihr müsst auch noch ein bisschen gedulden. Es ist jetzt 17.40 Uhr. Bis dahin könnt ihr an der Bar Getränke kaufen oder auch Geld spenden, weil ihr gerade angekommen seid. Ich merke mir alle Gesichter, wenn ihr nicht gleich am Infotresen seid, dann ja. Nee, aber jedenfalls freuen wir uns unheimlich, dass ihr da seid. Und genau, wünschen euch eine frohe GPN. Das WLAN-Passwort. Jemand fragt nach dem WLAN-Passwort. Ja, vermutlich Admin oder so. Ja. Das ist egal, du kannst irgendeins. Ja, Hendrik, möchtest du das doch bitte einfach erklären? Weil ich kenne mich mit dem WLAN nicht aus. Ich mache es an und es funktioniert. Gott. Ja, hi, ich bin Hendrik. Ich bin beim Log fürs WLAN zuständig dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr netterweise von dem gleichen Menschen, Ayan, aus den Niederlanden, das WLAN-Equipment gekriegt, was wir auch immer für den Kongress in Hamburg haben. Dieses Jahr einloggen ins WLAN, am liebsten GPN oder GPN Legacy, das ist 802.1x mit PEAP und MS-CHUP-V2 oder TTLS und MS-CHUP-V2. Das sind so die beiden Sachen. Benutzername, Passwortkombination ist vollkommen Schnuppe. Wenn ihr eine sehr, sehr special Organisation wie VOG oder Freifunk, die übrigens auch noch irgendwann ein WLAN kriegen, seid, und ein eigenes VLAN jetzt schon besitzt, dann könnt ihr uns Bescheid sagen, wir können dann arrangieren, dass wir euch in ein spezielles VLAN droppen. Also ja, aber sonst einfach irgendwas einstellen, ein Zertifikat wird auch nicht benutzt, anonyme Identität ist auch egal und ja. Achso, wir werden im Infrastruktur-Talk eine Liste machen mit Rating des kreativsten Usernames. Wir haben schon sehr kreative Usernames gefunden, aber wir machen einmal davon eine Liste und auch, wer am meisten Traffic innerhalb von 24 Stunden über WLAN machen kann. Ja, zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis, rein praktischer Natur jedenfalls, ist es euch überlassen, was ihr damit anfängt. Wie ihr schon gemerkt habt, wir haben sehr hochrangige Nachbarn, nämlich in Form des Bundesgeneralanwalts. Und wie ihr auch gesehen habt, ist das ein Gebäude voller Kameras. In den Jahren zuvor hieß es immer, die Wiese ist Lava. Ich wollte sagen, die Lava ist die Wiese. Das ist ja auch interessant. Aber jedenfalls, ihr könnt euch ruhig auf die Wiese vor dieser Bundesgeneralanwaltschaft setzen. Das ist nicht verboten. Allerdings seht ihr die Kameramasten und ihr solltet euch bewusst sein, dass wenn ihr euch zu nah an dieses Gebäude nähert, dass ihr dann auf jeden Fall aufgenommen werdet und sobald die sich über irgendwas wundern, werden die auch nicht zögern, vorbeizukommen. Ich glaube, ich muss gar nicht darauf hinweisen, dass das Fliegen von Koptern eigentlich eher unpassend ist, außer ihr wollt mal testen, wie schnell die rauskommen. Und
Also macht es bitte nicht, aber sie kommen raus, wenn ihr mit Koptern draußen fliegt, und deswegen macht es bitte nicht. Auch bitte, und das ist jetzt kein Witz, das sind alles Sachen aus der Vergangenheit, keine Pesthörnchen mit Beamern auf die Wand beamen. Vielleicht direkt an die Wand lehnen ist suspicious und führt dazu, dass man kontrolliert wird. Und auch bitte nicht die Wand mit Schokolade einpinseln. Das sind so Dinge, aber auch alles andere. Nur, dass ihr es wisst, und demnach, genau, das ist das Letzte, was ich sagen wollte. Ihr habt gemerkt, ihr könnt hier einfach reinlaufen, und das kann jeder. Tagsüber laufen hier Museumsgäste durch, die keine GPN-Besucher sind. Deswegen, natürlich sollt ihr die ganzen Fluchtwege und auch Durchgänge frei halten, natürlich zur Sicherheit, und auch, dass die Museumsgäste durchkommen. Des Weiteren ist die GPN eine offene Veranstaltung, auf der auch Fotografieren erlaubt ist. Es gibt eine kleine No-Photo-Area neben dem Hackcenter, aber auf der gesamten GPN ist an sich Fotografieren erlaubt. Wir bitten aber darum, dass, wenn man Fotos macht, die jetzt vielleicht Leute etwas deutlicher zu sehen sind, beziehungsweise vor allem bei natürlich Porträtfotos oder Einzelfotos oder wenn ihr Bildschirme fotografiert, dass ihr zuerst fragt, ob die Person damit einverstanden ist oder nicht. Aber im Endeffekt wollen wir von der Orga kein Fotoverbot auferlegen. Ihr seid erwachsen genug, um das selber zu managen. Und davon lebt ja auch das Konzept dieser Veranstaltung, dass wir offen sind und dass natürlich auch neugierige Besucher, ihr dürft euch nicht fühlen wie im Aquarium, das ist total normal, die laufen da durch und die sehen, boah, krass, Hacker überall. Die werden gucken, eventuell schreiben wir noch hin, so Versuchsobjekt bitte nicht anfassen. Aber ihr müsst damit rechnen, dass vielleicht mal jemand einfach eine sehr dumme Frage stellt, die vielleicht für euch dumm klingen mag. Achtet ein bisschen darauf und denkt daran, wir sind nicht über anderen Veranstaltungen hier in unserer geschlossenen Gemeinschaft, sondern das ist hier offen, jeder kann hier durchlaufen. Und im Endeffekt tut sich das natürlich auf eine breite Sache von Dingen auswirken, wie zum Beispiel das Fotografieren. Genau, das war alles. Wie gesagt, ihr findet weitere Infos auf der Entropia-Wiki-Seite. Und genau, guckt euch einfach die weiteren Talks an. Und wenn ihr irgendein Problem habt, könnt ihr einfach am Infodesk fragen oder natürlich auch Leute mit so einem roten Ausweis fragen oder die mit dem grünen Ausweis, falls ihr euch an die Vertrauensperson wendet. Bevor ihr geht, wenn euch irgendetwas nicht passt während der GPN, sagt es uns bitte sofort. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn wir 3 Wochen später sehen, wie jemand ins Wiki einträgt, dass ihm das Medientheater zu kalt war, dann können wir da nichts mehr dran ändern. Wenn euch etwas nicht passt, dann sagt es sofort und dann können wir es jetzt ändern. Ich kann nämlich nicht, also ihr versteht das Prinzip, sagt es sofort, weil wir können eigentlich, also 3/4 dieser Feedbacks, die wir bekommen, könnten wir direkt lösen, wenn ihr es direkt sagt. Und es ist also, und wenn ihr sagt, euch ist es zu kalt, das ist kein doofes Feedback. Wenn es euch zu kalt ist, dann überlegen wir, ob wir da eine Lösung finden und dann im Zweifel schenken wir euch eine Decke oder so. Aber wichtig ist nur, wir sind da und wir sind da, um miteinander zu reden, und die ganzen Probleme auf den letzten GPNs waren, weil Menschen nicht ausführlich genug miteinander geredet haben. Und deswegen nutzt die Chance, redet miteinander, seid ehrlich, nett und respektvoll im Umgang mit anderen Personen, und dann wird das auch super. Vielen, vielen Dank.